Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Baphomets Fluch. Und wir befinden uns jetzt hier in Irland, im Pub. In der letzten Folge hatten wir den Jungen vor der Kneipe ausgefragt und hatten dort erfahren, dass es einen Sean oder so Fitzgerald irgendwie geben muss, der bei den Ausgrabungen von Pegram mitgeholfen hat. Mal schauen, ob wir ihn ausfindig machen. Ich habe auch schon eine Idee, denn der Kollege, der hier vorne gleich am ersten Tisch sitzt, hat eine auffallend deutlich gezeichnete Brille auf. Und der Junge draußen hatte gemeint, ja, er hätte die Gläser wie Flaschenböden. Ich würde sagen, das passt ganz gut. Aber schauen wir uns erstmal hier um. Und vielleicht, ja, sprechen wir ihn direkt drauf an. Ich erkenne den Typen sofort nach McQuires Beschreibung. Er ist ziemlich zappelig. Ja, das spricht doch schon dafür. Heften wir ihm gleich mal ein Gespräch an die Backe. Mr. Fitzgerald? Was? Ich muss dringend mit Ihnen reden. Der ist ja wirklich voll nervös. Was ist los? Naja, sprechen wir ihn direkt mal auf die Ausgrabung an, würde ich sagen. Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha, wie kommen Sie denn auf die Idee? McQuire hat das gesagt. Hooligan glauben Sie doch nicht etwa, oder? Warum nicht? Sein Bewährungshelfer könnte Ihnen da so ein paar Sachen erzählen. Ein Bewährungshelfer, okay. Haben Sie von dem Edelstein gehört, den Pegram gefunden hat? Ich habe Gerüchte gehört, aber man darf schließlich nicht alles glauben, was man so hört oder sieht, hm? Wo kann ich Dr. Pegram finden? Ich habe gehört, er sei zum Angeln gegangen. Weiß aber nicht, wohin. Zum Angeln. Okay, sprechen wir mal auf das Schloss an. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen. Da gibt's noch mehr. Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen? Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Tot. Aua. Wir sind da nicht mehr hingegangen. Sind Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Okay, das Thema ist durch. Vielleicht können wir mit dem Bier hier ein Bier ausgeben und ihn ein bisschen geschwätzig machen. Schauen wir mal. Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. Okay, also kein Bier. Aber warum sagt George noch ein Bier ausgeben? Hat er das schon mal? Okay. Gut, die Gegenstände hier oben werden ihm wahrscheinlich nicht viel bringen. Wir sprechen ihm einfach nochmal auf das Bild von Khan an. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, glaube ich wenigstens nicht. Schauen Sie genau hin, er hat eine Narbe im Gesicht. Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Den Ausweis wahrscheinlich auch nicht. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Ja, yeah, das ist Ihrer, stimmt's? Nicht ganz. Sagt Ihnen der Name etwas? Thomas Moalin? Nein, nie von ihm gehört. Okay, gut, die anderen Sachen sind... Naja, das Streichholzbriefchen vielleicht noch. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Nein. Okay. Gut, Clownsnase und Kanaldeckelzeug, das können wir uns, glaube ich, halt schenken. Damit wollen wir ihn nicht erschrecken. Ja, wir brauchen das Taschentuch noch. Was sagt Ihnen dieses Taschentuch? Nichts. Okay, gut, dann wären wir hier fertig. Und beenden die Konversation. Bis später. Auf seinem Tisch steht jetzt nichts weiter. Okay, gehen wir mal hier rein um. Was haben wir denn noch? Hier haben wir noch ein... Musiker? Der Typ mit der Geige ist so völlig in sein Spiel versunken, dass er alles um sich herum ignoriert. Das geht aber völlig in Ordnung, weil alle Leute in der Bar ihn schließlich ebenfalls ignorieren. Na toll. Ein kleiner Trost. Wir sprechen ihn mal drauf an, vielleicht hört er dann auf. Er hört nicht zu. Okay. Vielleicht hört er damit auf? Er hört nicht zu.
Ah ja, okay, gut, das können wir uns schenken. Gut, dann gehen wir mal zu den Gästen an der Bar. Sein Kuhgesicht zeigt den leeren Ausdruck, der deutlich besagt, keiner zu Hause. Er hat seinen Ellenbogen auf einem ziemlich durchgeweichten Handtuchstück aufgestützt. Okay. Hi, ich heiße Stobbart, George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Ja, ein paar Fragen beantworten, würde ich sagen. Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Nee. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich? Nee. So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Okay, aber vielleicht weiß er was zu den Ausgrabungen. Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger-Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Okay, wir bleiben mal bei den Ausgrabungen. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich habe selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Habe ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Inkontinent, alles klar. Ich glaube, das hier ist das Konterfei von dem Kollegen hier. Sprechen wir jemand auf an. Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. Ein bisschen Schmierung im Sinne von ein Bier ausgegeben bekommen? Wir versuchen es mal. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort. Klingt ja lecker. So, und jetzt? Wird jetzt gesprächig? Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ah, ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich es mir genau überlege, dann war es auch erst letzte Woche. Gott. Oh ja, und ob Fitzgerald da war? Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. Dem Oberboss? Okay, also Pegram wahrscheinlich. So, gehen wir mal zu dem Edelstein. Stimmt es, dass Pegram einen wertvollen Edelstein gefunden hat? Was? Ist das Erste, was ich davon höre. Wo bist du gewesen, Pat? Jeder hier redet über den Edelstein. Von Lochmarn bis Ballydun. Hat mir niemand nie nix von gesagt. Den hat echt das Glücksschwein gebissen. Deswegen ist er abgehauen. Okay, jetzt haben wir noch das Schloss als Thema. Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nix was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Ja, wir wissen ja nach wie vor nicht, was George eigentlich beruflich macht. Ach komm, wir lügen nicht. Also wahrscheinlich sind wir kein Historiker. Deswegen sag ich mal nee. Oh nein, ich mache hier Urlaub. Was denn das? Ferien, Pat. Amerikaner sagen zu Ferien Urlaub. Oh, echt? In Lochmarn? Die kommen nach Lochmarn, um Ferien zu machen? Klar, ist doch sehr hübsch hier. Wo zum Teufel kommen Sie denn her, Mister? Kalifornien. Kenn ich. Da kommen die ganzen getrockneten Pflaumen her. Ja, unter anderem. So, von der Diskussion her sind wir durch. Wir zeigen Ihnen nochmal das Foto und den Ausweis.
Und der Streichholzbrief. Ich glaube, das ist noch am wahrscheinlichsten, dass es da Hinweise gibt. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Sieht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist das Gesicht eines psychopathischen Killers. Oh Mann. Und sowas darf ins Kino? Oh Gott. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Tja. Nein. Gut, ist auch sehr unwahrscheinlich, dass hier die Gegenstände, die ich in Paris gefunden habe, den Leuten hier was sagen. Ich glaube, das können wir jetzt ein bisschen reduzieren. Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein. Okay. Gut, dann beenden wir das jetzt hier. Dann mal tschüss. Und tschüss, und jetzt nehmen wir uns den hier vor. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Ja, der hockt vielleicht schon eine Ewigkeit hier. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich doch sehr. Fragen wir mal wieder die üblichen Sachen. Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber, möchte ich noch hinzufügen. So, das sieht aus wie das Bild vom Wirt. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Okay, also einen Edelstein scheint er nicht gefunden zu haben, weil sonst wäre sicherlich auch nicht die Rechnung säumig. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Hab ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drinnen, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Ja, okay. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Loch Marne wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Ja, aber hat er jetzt den Edelstein gefunden oder nicht? Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Na, ich bin jetzt auf Urlaub, das haben wir doch schon gesagt. Wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, ich bin Reporter. Nee. Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. So, und jetzt haben wir noch das Schloss. Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Pegram war da anderer Meinung, nicht wahr? Naja, es braucht nicht viel, um diese Geschichtsjungs auf Trab zu bringen, ja? Gib ihnen einen Knochen zum Spielen und sie sind vergnügt wie kleine Hunde. Ah, jetzt haben wir noch das Dreibein. Weißt du nicht, wie er da jetzt drauf kommt, weil das Thema hat er jetzt gar nicht aufgemacht? War es Pegram, der das Dreibein im Schloss ausgegraben hat? Genau der, wenn's nicht sein Zwillingsbruder war. Und haben Sie eine Ahnung, was er mit dem Dreibein gemacht hat? Er hat es an ein Museum in Paris geschickt. Ich hab's gesehen. Jetzt kommt das Gespenst hier noch. Ey, der Typ da drüben, der da ständig niest, der geht den ganz schön auf den Zeiger. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, ins Schloss zu gelangen, Mr. Stobbart. Aber ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Jetzt ist das Gespenst weg. Schade. Kann ich ihn danach jetzt nicht fragen. Okay, wir zeigen Ihnen noch das Bild. Und dann war's das. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Okay, gut. Also dann bis später. So, die zwei haben wir jetzt. Gehen wir noch zum Wirt. Die weißen Barthaare sehen im roten Gesicht des Barkeepers wie Girlanden an einem Weihnachtsbaum aus. Die Ähnlichkeit geht sogar noch weiter. Sein Kopf ist so rund und glatt, dass man ihn echt für eine Christbaumkugel halten könnte.
Okay, die Folge strahle ich an Weihnachten aus, da passt es noch besser. Nee, so lange warten wir nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Ich sag mal ja. Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. Okay, dann möchte ich vielleicht doch nicht. Okay, fragen wir ihn gleich nach dem Typen hier. Kennen Sie Sean Fitzgerald sehr gut? Ich kenne ihn gut genug, um ihm nie mehr als 2 Pins zu verkaufen. Er wird echt kindisch, wenn er ein paar Bier intus hat. Überrascht mich nicht. Er muss Medikamente nehmen, für seine Nerven. Seine Nerven sind völlig in Ordnung. Er ist nur ganz einfach verrückt. Okay. Haben wir eine gute Meinung von ihm. Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob. Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Ja, wir sind ein Freund von ihm. Da kriegen wir bestimmt mehr raus. Könnte man auf gewisse Art so sagen. Na dann, mein Jungchen. Er schuldet mir 160 Piepen. Los, Zahltag. Damit habe ich nichts zu tun. Das ist Pegrams Angelegenheit, nicht meine. Aha, aber er hat die Fliege gemacht, ist abgehauen. Ich weiß, deswegen bin ich ja hier, um ihn zu suchen. Und was ist mit dem Geld, das er mir schuldet? Wenn ich ihn finde, werde ich ihn daran erinnern. Na. Gut, wir haben eh kein Geld im Inventar, also begleichen hätten wir die Rechnung ohne nicht können. Egal. Hat Pegram hier gewohnt? Ja, hat er. 6 Übernachtungen plus Frühstück. Heute hat er überhaupt nicht frühstücken können, außer wenn er erst danach ins Bett gegangen wäre. Wovon redest du, Doyle? Der Archäologietyp da, den habe ich heute Morgen gesehen. Sonne war noch nicht mal auf. Musste um 4 aufstehen, mich um die Frau kümmern. Ich wusste gar nicht, dass deine Frau krank ist, Pat. Ist sie auch nicht. Egal, ich bin rausgegangen, den Eimer ausleeren. Und was habe ich da wohl gesehen? Mein Gott, Doyle, mach's doch nicht so spannend. Da war der Archetyp. Kam raus aus dem Dorf, auf dem Fahrrad. Hab ich's doch gewusst. Raus mit den Moneten oder ich schmeiß sie raus. Was hab ich denn damit zu tun, hallo? Kann ich Pegrams Zimmer sehen? Hat einer der Brüder aus dem Kloster genommen. Sie kommen jedes Jahr hierher zur spirituellen Erfrischung. Das ist gut, das muss ich mir merken. Spirituelle Erfrischung ist ein Bauch voll Bier. Ich möchte einen Mann Gottes nicht stören. Besonders nicht einen so großen Typen aus dem Heim für schwer erziehbare Jungs. Kann ich dir nicht verdenken, Mick. Der Bruder hat Muskeln wie ein Muskelmann. Ah ja. Okay, also Pegram ist durch und ins Zimmer werden wir wohl nicht können. Ja, den Clown. Ich gehe nicht davon aus, dass er hier im Clownskostüm aufgezogen ist, aber egal. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Schweifen Sie nicht vom Thema ab. Bezahlen Sie mir Pegrams Miete oder nicht? Kommt nicht in Frage. Hören Sie zu, ich bin nicht gerade sein Freund. Ich habe den Typen noch nie getroffen. Moment mal. Ich muss Pegram finden, unbedingt. Ich glaube, dass sein Leben in Gefahr ist. Sie wissen gar nicht, wie recht Sie damit haben. Entschuldige, wenn ich mich einmische, Michael. Aber ich glaube, der junge Mann sagt die Wahrheit. Tut mir leid, dass ich Ihnen so an die Gurgel gegangen bin, Sir. Ist schon okay. Ich verstehe das schon. Glaube ich mal. Okay, also Clown ist immer noch da? Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Im Ernst, ich suche einen Mann, der als Clown verkleidet ist. Hat er vielleicht einen kleinen weißen Hund mit einer schwarzen Augenklappe dabei? Glaube ich eigentlich weniger. Hä? Gut, also anscheinend hat er keinen gesehen. Fahren wir mal nach dem Schloss. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Sie sind schon der Zweite, der mich heute danach fragt.
Ich weiß nichts über das Schloss. Ist sowieso nur eine alte Ruine. Und wer ist der Erste, der nachgefragt hat? Wer hat sonst noch nach dem Schloss gefragt? Sagte, er wäre Reporter. Hat nach dem kleinen Volk gefragt. Ich habe ihm ein paar Geschichten über das kleine Volk erzählt. Hätte mich vielleicht sogar dafür bezahlt, dass ich ihm genau das erzähle, was er hören wollte. Egal, ich habe ihn jedenfalls rausgeschmissen. Klasse, Nick. So geht man mit Journalisten um. So, und jetzt? Stellen wir uns ein Bier? Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum und es haut einen um. Okay, wir kriegen tatsächlich eins. So, wir fragen ihn noch nach dem Bild. Und das genügt dann auch. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sollte ich? Was wollen Sie von ihm? Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Ich will keinen Ärger hier in der Bar, Mister. Wenn Sie sich mit jemandem prügeln möchten, gehen Sie zu Pater Mahoney. Ein Priester? Ein Mann des Wortes? Klar. Und er bringt den Jungs im Jugendclub bei, wie man boxt. Mahoney behauptet, dass Boxen den Charakter entwickelt. Stimmt das, Pat? Hat er dich nicht auch in der Prügelkunst unterrichtet? Doyle! Sorry, Michael, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt? Oh, vergiss es. Okay, gut. Das war's hier also auch schon. Danke. So, hier auf dem Tresen lag da noch irgendwelches Zeug. Was haben wir hier? Eine Elektropumpe, die über einen kleinen Schalter betrieben wird. Können wir was machen? Ich will gerade nach der Pumpe greifen, als ich zum Glück wieder zu Verstand komme. So eine unüberlegte Aktion in einem fremden Land mit seltsamen Bräuchen könnte leicht meine letzte sein. Hier ist das Bier. Im Glas schwappt eine dunkle Flüssigkeit, so ähnlich wie Zuckerrübensirup, mit cremigem weißem Schaum obendrauf. Na dann, Prost! Okay, genommen hat er nix. Geht hier noch mehr? Komm, das machen wir jetzt leer. Schmeckt so gut. Lecker. Warmes Bier. Jetzt ist es leer, oder? Irgendwie schaffe ich es, das dicke, süße Gebräu runterzuschlucken. Ich fühle den seltsamen Drang, Nachschub zu ordern, obwohl mich mein Instinkt davor warnt. Nee, komm, wir behalten den kleinen Kopf. Aber das Glas können wir anscheinend nicht nehmen. Schade. Okay. Und hier drüben war ja noch das Handtuch, ne? Der Mann hat seinen Arm über das Handtuch gelegt. Unmöglich, es da rauszubekommen. Okay, na gut. Was haben wir hier noch? Ein Telefon? Ein Telefon fällt in der rustikalen Einrichtung der heruntergekommenen Bar überhaupt nicht auf. Da können wir bestimmt Nicole anrufen. Oder im Kommissariat. Aber gut, wirklich was Neues haben wir noch nicht in Erfahrung gebracht. Was haben wir hier noch? Irgendeine Spülmaschine oder keine Ahnung? Eine elektrische Spülmaschine. Sieht sogar noch älter aus als der Barkeeper. Okay, da komme ich bestimmt nicht so ran, oder? Was jetzt? Hey, was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen? Wie bitte? Keine Gäste hinter der Bar. Grundsätzlich nicht. Na gut, dann halt nicht. Was haben wir hier? Ein Stecker, der an der Spülmaschine hängt. Kann ich die rausziehen? Ich wüsste auch nicht wozu. Raus hier! Nein, ist alles gut. Dann haben wir hier noch einen Typen. Man hat mir beigebracht, dass man Leute nicht nach dem Aussehen oder nach ihren Kleidern oder der Länge ihrer Haare beurteilen darf. Aber keiner hat was von Triefenassen gesagt. Ich glaube, in aktuellen Zeiten ist das
hier alles vollrotzt. Ein sehr interessanter Aspekt. Okay, wir sprechen ihn mal an. Hallo, guter Mann. Ach, stellt er sich mitten in die Rotze rein. Was? Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun Sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler. Egal, das hier ist keine gewöhnliche Erkältung, das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie sind nicht zufälligerweise von der Polizei, hä? Entschuldigung. Hä? Polizei? Nein, das wüsste ich. Ich glaube, da versteht ihr nicht wirklich, was wir wollen. Wir fragen ihn trotzdem nach den Sachen aus und erkundigen uns erstmal nach Pegram. Kennen Sie Pegram, den Archäologen? Das ist der mickrige Typ, der am Schloss rumschnüffelt, ja? Nein, den kenne ich nicht. Hä? Wissen Sie, wo ich Pegram finden kann? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von ihm gehört habe. Aber er weiß, wer er ist und kennt ihn aber nicht? Hä? Okay, er ist jetzt auch draußen. Fragen wir mal zu den Ausgrabungen nach. Wussten Sie, dass Pegram archäologische Ausgrabungen vornahm? Ich mische mich nicht in andere Leute Angelegenheiten ein. Interessiert mich alles nicht. Okay, ging fix. Zum Schloss hat er wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungchen. Lochmann Castle ist verflucht. Das hat mir auch der Junge da draußen gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Dann sind Sie ein Dummkopf. Okay. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber es gibt hier niemanden, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Und dann wären wir wieder beim Geist. Haben Sie den Geist mal gesehen? Ja doch. Mit meinen eigenen Augen. Na dann erzähl. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagende Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Mit Flügeln. Stinktier? In Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Gesundheit. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Ich glaube, ich weiß, was Sie auf der Burgmauer gesehen haben. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das glaube ich nicht. Es war der kleine McQuire. Was? Er saß am letzten Dienstag nachts auf der Mauer. Er dachte, Sie wären das Phantom von Lochmann. Oh. Hä? Also gibt's gar keinen Geist. Aber wenn er dachte, dass er der Geist ist, dann muss er ja, also der Junge wiederum gedacht haben, dass der alte Mann jetzt hier der Geist ist. Also, na, mysteriös, egal. Trink mal ein Bier? Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen, aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Dann hätte ich vielleicht erst den Typen hier fragen sollen und dann ein Bier bestellen sollen. Naja, egal. Wir zeigen Ihnen noch das Bild von Khan. Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Soll das ein Bild von Ihnen sein? Nein. Nein, ich habe keine Narbe im Gesicht und aus dem Mittleren Osten bin ich auch nicht. Ohne meine Brille kann ich eh nichts erkennen. Na, dann nimm die Brille von dem Typen mir, da kannst du die Mundkrater erkennen. Ja, ach komm, das Streichholzbriefchen nehmen wir noch. Was sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen? Nichts. Verschwinden Sie und stören Sie mich nicht dauernd. Ja, ist ja okay. Gut, dann war's das jetzt hier. Bis dann. Und dann fragen wir mal den Typen jetzt noch. Weil wir haben jetzt von O'Brien oder... Ja, ich glaube, es war O'Brien. Erfahren, dass er ihn doch gesehen hat. Hallo. So, genau. Zum Thema Ausgrabung hätte ich mal noch eine Frage. Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Sie glauben dem Typ doch nicht etwa, oder?
Patrick Doyle ist ein Idiot und ein Gauner. Egal. Jedenfalls hat er sie mit Pegram reden sehen. Dafür haben sie keine Beweise, Mister. Okay, gut, das hat ja echt was gebracht. Na gut. Bis später. Dann haben wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde wieder Zeit verbracht und beenden an dieser Stelle die Folge. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.